Hallöchen, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hatte ich euch ja schon in einem, ja, Stick mit mir, glaube ich, davon erzählt. Und zwar geht es jetzt um dieses Pokémon-Projekt bzw. Bild. Ich muss jetzt hier gucken, dass meine Lupe, da ist nämlich meine Lupe, dass es nicht so doll spiegelt. Ich hatte davon kurz schon mal erzählt gehabt in einem Video, dass ich mit der lieben Sarah vom Kanal Sarah Rex dieses Bild zusammensticken werde. Und wir werden das auch zusammen starten. Und ihr werdet das Video auch am gleichen Tag sehen. Also, wenn mein Video hochgeladen wird, wird es auf ihrem Kanal auch das Video dazu geben. Ich glaube, sie fängt auch ein bisschen woanders an. Ich glaube, also ich fange generell bei Vollstickbildern oben links an. Also das mache ich immer, außer es ist jetzt wirklich irgendwie ein Teilbild oder so. Oder ein Vordruck, da kann man ja anfangen, wo man will. Aber ich fange generell immer hier oben in der linken Seite an. Ja, es hat gar nicht so viele Farben. Das ganze Projekt hat, kann ich euch mal zeigen, habe ich hier liegen. Das ganze Projekt hat, glaube ich, 26 Farben. Ich gucke noch mal eben, dass ich euch hier keinen Quatsch erzähle. Ja, ich glaube, 26 Farben waren es. Und ja, das sind die Farben. Also es ist jetzt nicht so super farbintensiv, aber es ist jetzt auch nicht langweilig. Es ist halt so ein Retro-Bild, ne? Es ist halt quasi, wer Pokémon kennt von ganz, ganz früher, der kennt auch noch diese ja, Sprites bzw. Designs. Es wird ganz, ganz viel von dieser Farbe geben. Die 307, das ist der Hintergrund. Kann ich euch ja gleich nochmal zeigen, wie viele Kreuze das sind. Und ja, schwarz natürlich auch, ne? Also schwarz werde ich auch sehr viel haben. Ich hatte auch überlegt, ob ich das, wie heißt das? Full Cross Country? Country Cross? Also Full. Ob ich das so sticke, aber dann dachte ich mir, nee. Also erstmal werde ich jetzt hier ganz gemütlich mit dem Hintergrund anfangen. Da kann ich euch auch schön mitnehmen. Ich habe mir das auch alles schon so ein bisschen vorbereitet, dass ich gleich nur noch, Moment. So, dass ich gleich nur noch hier ansticken muss, weil das mit dem Stoff ausmessen, das mache ich dann immer lieber doch für mich, weil ich will da keine Fehler machen. Das ganze Bild hat. Klar, jetzt dreht sich das natürlich. Also, wir müssen so machen. Einmal kurz den Kopf verdrehen. 141.600 Stiche. Ich habe 0% schon geschafft. Und habe mir jetzt erstmal hier das Gelb, die Farbe 307, was ich euch gerade schon gezeigt habe, rausgesucht. Das wird halt hier dieser ganze Hintergrund sein. Ich hatte halt wirklich überlegt, ob ich hier mit 310 anfange und wirklich das alles schon sticke. Aber nie. Nie. Geht der hier unten auch noch weiter? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Und wenn ich dann da einen Fehler mache, dann mache ich doch lieber so, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Ich starte oben links. Da kann mir erstmal beim Hintergrund auch gar nicht so viel passieren. Und dann mache ich, glaube ich, so Seite für Seite. Dann habe ich auch so ein bisschen schöne Fortschritte und habe immer so kleine Teilbereiche schon fertig. Hier würde ich jetzt loslegen. Ich habe mir den Stoff hier schon eingespannt. Ich würde jetzt einfach nur so ein bisschen umbauen und dann nehme ich euch gleich bei den ersten Kreuzchen mit. Ich mache eine kurze Pause und dann bin ich gleich wieder da. So, hier bin ich wieder. Stoff ist eingespannt. Ich habe das hier auf so einem Rollrahmen und habe hier den gelben Faden auch schon hinten befestigt, dass ich jetzt gleich mit dem ersten Kreuz loslegen kann. Habe mir hier alles so an der Seite ein bisschen aufgebaut. Das habe ich euch gar nicht erzählt, ne? Ich sticke auf einen 25 Count Stoff. Ich lege mal parallel schon los. Auf einem Moment. Ich werde vielleicht den Zoom nochmal feststellen, dass das jetzt nicht die ganze Zeit hin und her switcht. Wollen wir auch nicht, dass der Fokus die ganze Zeit hier auf meine Hände gerichtet ist. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ich muss noch so ein bisschen den Weg für mich finden, wie es am besten ist. Ob ich ein bisschen mehr rauszoome. Also jetzt sieht man ja natürlich auch noch gar nichts, ne? Also jetzt rauszuzoomen würde halt nichts bringen, weil ihr einfach nur einen weißen Stoff seht. Aber ich denke mal später, im späteren Verlauf von dem Bild,
könnt hier vielleicht ein bisschen rausgehen, dass ihr dann auch schon so ein bisschen was von dem Projekt seht. Jetzt ist es natürlich erstmal nur gelb. Ich sticke einfädig auf 25 Count. Das mag ich ganz gerne. Ich arbeite mit einer Lupe. Also ihr guckt jetzt auch gerade mit dem Handy, also also ihr guckt auch mit mir durch die Lupe durch. So. Ist das denn überhaupt scharf? Ich gucke gerade nochmal aufs Display, aber ich meine, es sieht gut aus, ne? Zur Not kann ich auch nochmal ein bisschen. Ich versuche mich hier gerade noch ein bisschen zu finden. So. Ich muss mir das selber auch nochmal angucken. Also wenn ich mich hier aufgenommen habe, gucke ich mir das am Ende auch immer nochmal an. Aber dann kann man es natürlich auch nicht mehr ändern. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu verschwommen. Ja, ich glaube, das ist okay. Ich habe euch gar nicht erzählt, das Maß von dem Bild, beziehungsweise die Stiche. Ich habe hier so eine Liste liegen. Kann ich euch ja nochmal nebenbei erzählen. Ne? Vielleicht interessiert euch das ja. Also das Projekt wird jetzt halt auf 25 Count gestickt. Easy Count, wie ihr seht. Und das wird ungefähr 30 mal 47, ja, 48 cm ungefähr groß. Den Stoff habe ich jetzt in 50 mal 70 bestellt. Da rechne ich immer so pro Rand, also von oben, unten, rechts und links, immer 10 cm drauf ungefähr, dass ich auch noch genug Stoff habe, um das hier schön einzuspannen. Wobei rechts und links ist ja egal, da spanne ich es ja im Rollrahmen nicht ein, aber halt oben und unten. Aber ich mache das halt einfach generell. Ich habe Maß zum Beispiel jetzt hier, was ich gesagt habe, 30 mal 47, dann kommen da jeweils 20 cm drauf und dann bestelle ich das so. Ja, den Stoff habe ich mir zuschneiden lassen bei Silvia von Stickstoff. Da mache ich das immer ganz gerne, weil ich kaufe mir nie irgendwie Meterware. Nee, ich bin immer froh, wenn der Stoff fertig geschnitten zu mir kommt und ich dann gleich loslegen kann. Ich traue mich da irgendwie nicht dran. Auch wenn das wahrscheinlich jetzt nicht so. Gerade bei Easy Count kann man ja schön an der Linie lang schneiden, aber. Nee. Ja, also. Maß habe ich gesagt, die Stiche. Was haben wir denn hier? Wo haben wir sie denn? Die Stiche. 300 mal 472. Ist ein bisschen was. Gesamtanzahl der Stiche habt ihr ja gerade schon gesehen. Ich glaube, es waren 141.000. Ja, 141.000. Also es ist halt auch kein Bild, was du mal eben schnell stickst. Also haben die Sarah und ich uns hier was Schönes ausgesucht. Aber ja, warum auch nicht? Ne? Soll ja Spaß machen. Das Motiv muss einem gefallen. Und der Weg ist das Ziel. Ja, 26 Farben hat das Bild. Das ist nicht viel, da wird man natürlich jetzt durch das Motiv so ein bisschen Colorblocking natürlich haben, aber auch Konfetti, das ist ganz klar. Aber dadurch, dass man halt so viele Pokémon drauf hat, das sind ja 151 in der ersten Generation. Und, ach, ich komme immer gegen die Lupe. Und deshalb hat man da ja wirklich immer so, wenn man so eine Seite fertig hat, auch schon Teilerfolge, weil man da dann auch schon das ein oder andere Pokémon sieht. Es werden wahrscheinlich genug Leute jetzt sagen, oh, das ist ja total, wie sieht das denn aus? Wieso sind die denn so schief und krüppelig und komisch gemalt? Ja, so sah das halt damals auf dem Gameboy aus. Ne? Natürlich wird alles im Laufe der Zeit immer schöner und Designs werden schöner und es wird alles, ne, farbiger und runder, sage ich jetzt mal. Aber da ich ja wirklich aus der Generation komme. Also ich habe damals mit der blauen Edition angefangen. Das war mein erstes Pokémon-Spiel. Und seitdem spiele ich das. Auch heute noch. Also sobald eine neue Edition rauskommt, bin ich dann halt direkt gleich am ersten Tag am Start und lege los. Es wird auch vorbestellt, abgeholt und dann ja, fange ich damit an. Und ich denke, das wird sich auch nicht ändern, egal wie alt ich jetzt bin oder werde. Also Pokémon war halt ein großer Teil meiner Kindheit und ist halt immer noch da. Und ich finde es auch gut, dass so viele auch noch ja damit oder auch noch Pokémon-Fans sind, auch wenn man aus dem Kinderalter raus ist. Also man ist nicht allein. Viele kennen es. Also den meisten ist das ein Begriff. Ich könnte natürlich jetzt hier auch so viele Sachen noch über Pokémon erzählen, wo ich weiß, dass das jetzt andere Leute vielleicht überhaupt nicht interessiert oder anspricht. Es ist halt, jeder hat halt seine Lieblingssachen.
Aber das Pokémon, das musste halt einfach sein. Ich habe halt das gleiche Bild auch nochmal in einer, wie soll ich sagen, moderneren Version. Ich kann euch das ja einblenden, ist jetzt schwierig für mich, weil ich das einfach nur aufnehme und am Ende dann hochlade, zusammen mit Sarah. Also ich werde jetzt hier auch nichts groß bearbeiten oder schneiden. Aber wenn es irgendwann an der Zeit ist, dass wir das andere anfangen, ist halt einfach das gleiche Bild, nur dass die Pokémon halt besser aussehen. Also moderner. Aber ich habe halt super Lust gehabt auf dieses Projekt und ich habe gesagt, Sarah, oh, wir müssen das unbedingt als erstes starten. Das hat auch nicht so viele Farben. Also es ging jetzt auch nicht so dolle dann ins Portemonnaie, sage ich mal. 26 Farben kriegt man recht gut zusammen. Viele hat man ja auch unter Umständen schon zu Hause. Und deshalb haben wir gesagt, okay, dann wird das jetzt unser erstes Stitch-Buddy-Projekt. Ich weiß nicht, wie weit ich komme, weil ich habe aktuell ja so mein Fokusprojekt mit dem Secret Stitch Along. Da bin ich jetzt mit dem Teil 5 fertig und warte auf den sechsten Teil. Ich weiß ja nicht, wann das Video jetzt hochgeladen wird, weil ich ja noch auf Sarah warte. Aber jetzt aktuell warte ich auf den sechsten Teil und solange der noch nicht draußen ist, habe ich halt die Zeit, hier am Pokémon-Bild zu stecken. Ich denke, das werde ich auch machen. Ich werde jetzt so lange, bis der neue Secret Stitch Along Teil rauskommt, an dem Bild hier sticken. Hintergrund kann man ja immer ganz gut machen. Da schafft man immer schön viele Kreuze. Und sobald man dann ins Motiv geht, dann kommt man schon nicht mehr so schnell voran. Aber das macht auch nichts. Ja, was gibt es noch Neues zu erzählen? Ja, das Gecko Boo wurde versendet von Gecko Rouge. Da habe ich jetzt die E-Mail gekriegt. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Früher wurde es immer mit FedEx versendet. Das war dann wirklich innerhalb von 2, 3 Tagen da. Also es war ja dann Express. Der Versand war dafür aber auch relativ teuer. Ich glaube, es ist jetzt aber ein neues Unternehmen. Ach, ich will jetzt auch keinen Blödsinn erzählen, aber auf jeden Fall hat es das letzte Mal relativ lang gedauert, als ich dort bestellt habe. Aber es ist ja auf dem Weg. Und England ist ja jetzt auch nicht außer Welt. Deshalb denke ich mal, dass in absehbarer Zeit das Paket ankommen wird. Ich kann euch das halt noch nicht zeigen. Frühestens am 31. oder halt dann am 1. November. Ich muss nämlich warten, bis Gecko Rouge das in der Facebook-Gruppe offiziell postet. Und sobald dann das Motiv draußen ist, darf ich das auch zeigen. Da hatte ich auch nachgefragt, ob das in Ordnung ist. Und dann hieß es nur, ja, bitte warten, bis das Bild in der Facebook-Gruppe online ist und dann habe ich grünes Licht für mein Video. Ich bin echt gespannt. Also, wenn es ein Motiv ist, was ich gut finde, befürchte ich, dass ich das sogar anfangen werde, weil man hat ja noch nicht genug. Wenn es ein Bild ist, was mir nicht gefällt, ja, dann mal gucken. Will ich jetzt eigentlich noch gar nicht drüber nachdenken. Dann kann ich es ja immer noch verkaufen. Das habe ich, glaube ich, bei meinem ersten Gecko-Bo gemacht. Also es hat mir, also ich fand es nicht hässlich, das Motiv, das auf keinen Fall. Aber es war jetzt auch so, dass ich gesagt habe, oh, ist es mir jetzt die Zeit wert, dieses Motiv zu sticken oder nicht? Und dann habe ich es halt dann irgendwann weiterverkauft und der nächste freut sich dann halt. Ne? Also es ist ja für die anderen vielleicht dann auch nochmal eine Chance, weil sie sich denken, ach, vielleicht hätte ich es ja doch geholt und jetzt habe ich es verpasst, weil ich mir nicht sicher war. Mal sehen. Aber ich hoffe mal oder ich rechne mal damit, dass mir das hoffentlich gefällt das Motiv. Ja, Stitch Along ist ja eigentlich so ein bisschen ähnliches Prinzip. Da weiß man ja auch nicht, was man kriegt, außer das Motto. Ja, es hieß ja Tiere und unter Wasser. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Und ich hoffe, dass ich so lange wie möglich am Ball bleibe. Also ich finde es schon ein Wunder, dass ich jetzt wirklich noch in der 5. Woche aktuell bin. Sechste steht jetzt an, also Part 6. Mal sehen, wie lange das noch gut geht, weil ich warte ja auch noch auf ein Perlenstickbild von Alexander Tokareva. Und in dem Moment, wo dieses Bild bei mir ankommt, werde ich ein Unboxing machen und das sticken. Und ich habe das vor, auch viel zu sticken. Ich möchte das mit, ja, dann wieder
Ja, es soll eins meiner Hauptprojekte werden, sagen wir es mal so. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, komplett durchzuziehen, auch wenn ich das schon mal bei dem einen oder anderen Perlenbild tatsächlich geschafft habe, dass ich das angefangen habe und nichts anderes angerührt habe, bis das Bild fertig war. Aber das kommt auch wieder auf die Größe an und wie viel Farben und wie viel Motivation und ob man noch andere Projekte hat. Aber ich werde es auf jeden Fall direkt, wenn es da ist, unboxen und dann wird es auch im nächsten oder im gleichen Video, ich denke im nächsten Video dann ein Ansticken geben. Gibt es vielleicht zwei Videos am Tag zusammen, das weiß ich noch nicht. Oder erst eins, dann das nächste. Da gucke ich dann mal. Ja, aber das ist so momentan der aktuelle Plan. Also es ist einiges auf dem Weg. Dadurch, dass es noch nicht da ist, habe ich jetzt Zeit hier für das Projekt. Ich freue mich schon, wenn Sarah dann ihr Video dazu hochlädt. Und ich werde den Kanal auf jeden Fall auch in der Beschreibung nochmal verlinken. Ich meine, die meisten kennen sie ja wahrscheinlich. Und wenn nicht, werde ich sie verlinken. Wir haben, glaube ich, auch fast, ne, zeitgleich sehr, ja, fast zur selben Zeit mit YouTube angefangen. Es ist relativ witzig. Wir haben, ich weiß gar nicht, welcher Monat war es denn? Also ich glaube, es war aber wirklich ziemlich parallel, dass wir beide mit YouTube angefangen haben. Und dann, ne, guckt man ja so die Videos von dem anderen und dann merkt man, oh, man ist auf der gleichen Wellenlänge. Dann kam Pokémon und dann kam Zelda oder was nicht alles auf den Tisch. Und dann merkt man, okay, das passt, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Und dann kommt man so ins Gespräch und was man so machen will. Und dann kommentiert man und dann, ja, irgendwann sind wir dann ins Gespräch gekommen. Ja, und dann sind wir hier auf diese Idee gekommen. So schnell kann's gehen. So ähnlich war das ja auch damals bei der lieben Stickliesel und mir. Ich hätte niemals gedacht, dass ich Mirabilia sticke. Wirklich nicht. Und dann hat sie dieses Royal Games in die Kamera gehalten. Hat's wirklich nur kurz gezeigt. So, ich habe das Bild und das und dies und jenes. Und dann kam dieses Royal Games und ich habe das gesehen und dachte, oh. Und dann ist mir das so ganz lange im Kopf rumgeschwört, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich hole das jetzt. Dann habe ich aber auch noch gesehen, oh, es gibt auch noch eine weitere Ausführung. Naja, klar, beim Kartenspiel gibt es ja vier verschiedene, wie sagt man, Symbole? Karten? Kartensymbole? Ja, also Kreuz, Herz, Pik und Karo. Und auf einer Karte sind zwei Stück. Sprich, man hat zwei Mirabilias, Royal Games 1 und 2. Und dann habe ich Corinna angeschrieben und habe gesagt, oh, wollen wir das zusammen machen? Du bist ja schuld daran, dass ich mir das geholt habe. Und dann sagt sie so, oh, jetzt auch noch wieder anfangen. Ja gut, okay. Ja, und jetzt ist sie mit dem ersten auch schon relativ weit. Ich habe mein erstes beendet. Aber wir haben jetzt auch gesagt, wir warten jetzt erstmal ab, bis wir das zweite starten. Oh, aber es ist im Plan, beziehungsweise nicht in der nächsten Zeit, aber es ist geplant, dass wir das dann natürlich auch zusammensticken werden. Das ist ganz klar. Das ist so unser Projekt. Und dazu finde ich das auch toll, dass man so unter den YouTube-Kollegen, sage ich mal, so Stitch-Buddies hat. Man sieht ja dann doch bei anderen Kanälen irgendwelche Bilder und dann will man die auch haben, dann holt man sich die oder man schmiedet zusammen irgendwelche Pläne, was man sticken möchte. Mit Mine habe ich ja ach, auch so viele gemeinsame Projekte, zum Beispiel die Babyeule. Die haben wir zusammen angefangen von Alexander Tokareva. Also, man hat irgendwie immer irgendein Projekt, was einen dann auch mit den anderen verbindet. Und das finde ich halt auch richtig schön. Also, das ist dann auch ein tolles Gefühl. Das macht Spaß. Man kann sich austauschen. Man kann in den anderen Videos dann gucken, wie weit ist denn der andere schon. Das finde ich ist eine schöne Sache. Ja, ich weiß gar nicht. So. Also, ich habe ja gesagt, dass ihr mit mir durch die Lupe guckt. Das ist ja. Ja, also 25 Count könnte ich noch ohne Lupe, ist aber für meine Augen sehr anstrengend. Ich trage halt eine Brille. Ich hatte noch nie die allerbesten Augen. Es ist halt einfach so. Und deshalb ist das für mich angenehmer, mit einer Lupe zu arbeiten. 18 Count geht dann auch schon ohne. Und Perlenstecken natürlich auch. Das mache ich auch nicht mit einer Lupe. Aber hier 25 Count ist mir doch schon lieber, weil ich es halt einfach besser sehe. Es ist entspannter, es ist angenehmer. Und wenn wir dann ja noch einen höheren Count haben, dann brauche ich sowieso die Lupe. So,
Aber es geht eigentlich ganz gut. Eine Farbe kann man immer gut wegstecken, ne? Aber man merkt, ich habe jetzt 20 Minuten schon fast aufgenommen, ja. Und ich habe ja noch nicht mal so ein 100er-Kästchen. Also selbst wenn man eine Farbe stickt, geht das halt auch nicht so schnell, ne? Ich bin gespannt, wie weit ich komme, bis der nächste Stitch-Along-Teil rauskommt. Und wie motiviert ich bin. Ich bin ja so, wenn ich was Neues anfange, dann will ich da immer ganz viel dran sticken. Dann kriegt mich davon auch nichts mehr weg. Dann bin ich nur noch da dran. Und dann habe ich aber so einen Tag, wo ich mir denke, oh nö, ich will was Neues machen. Und dann will ich wieder was Neues machen. Und dann habe ich wieder was anderes im Kopf. Und dann will ich gefühlt 100 verschiedene Sachen an dem Tag starten, aber am liebsten auch nur an einer Sache arbeiten, um mal weiterzukommen. Also das ist bei mir ganz komisch. Ich weiß nicht, habt ihr das auch, dass ihr so sagt, so, oh nee, ich muss heute was Neues anfangen, das geht nicht anders. Und dann wühlt ihr in euren Schubladen rum und sucht es raus. Dann fangt ihr das an. Dann macht ihr da ein, zwei Stunden mit dem neuen Projekt und dann wechselt er wieder zu dem vorigen. Also das ist bei mir, also ja. Keine Ahnung, man will dann einfach was Neues haben, man will andere Farben haben, man will was anderes haben. Dann macht man das ganz kurz und dann hat man auch schon wieder das alte Projekt oder das nächste. Ach, man hat einfach zu viel. Aber man hat ja auch immer noch nicht genug, man muss ja immer noch neue Sachen bestellen. Und deshalb gibt es ja bei der lieben Kunterbuntmine und der Stickliesel, da gibt es ja unser Kaufstopp sozusagen. Wir werden versuchen, Beton liegt auf versuchen, im kommenden Jahr keine neuen Projekte zu kaufen. Bis auf einige wenige Ausnahmen. Das Stitch-Along und bei mir das Gecko-Boo. Und wir haben eine Sache in diesem Jahr frei. Das heißt, eine Sache, wo wir sagen, okay, das ist sozusagen unser Joker, weil das schafft doch kein Mensch, ein Jahr sich nichts zu holen. Also keiner von uns. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Also es gibt ja auch wirklich Leute, die haben wirklich nur so zwei, drei Projekte und die ziehen die dann auch durch und die kaufen sich vorher nichts Neues. Ich sehe das ja beim Diamond Painting immer viel. Das mache ich ja auch, bloß aktuell nicht. Die kaufen sich dann erst, wenn sie mit dem ersten oder zweiten, mit dem Bild dann fertig sind, das neue. Oder kurz bevor sie fertig sind, bestellen sie sich dann halt das nächste. Also die ziehen das halt komplett durch, ne? Also das finde ich auch richtig toll. Ich wünschte, ich könnte das auch. Wobei Diamond Painting ja nochmal ein bisschen schneller geht als jetzt Sticken. Also ich könnte jetzt nicht ein Jahr nur an einem und dem gleichen Projekt stecken. Glaube ich. Also, nee. Und wenn, würde ich wahrscheinlich zwischendurch nochmal wechseln. Ich weiß, ich glaube, ich könnte es nicht. Dafür hat man einfach zu viele schöne Sachen. Wenn es jetzt vielleicht so ein super Herzensprojekt ist und das Absehbare ist, dass man das schafft. Aber jetzt hier sowas wie das hier, das werde ich in einem Jahr nicht fertig haben. Das glaube ich nicht. Also auf keinen Fall. Mal sehen. Also ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Sarah, denke ich mal auch. Die steckt ja jetzt auch gerade mitten in ihrer Halloween-Challenge. Die hat sie ins Leben gerufen. Da konnte ich jetzt leider nicht mehr mitmachen, obwohl Halloween ja mein absoluter Lieblingsfeiertag ist. Das ist ja, das geht ja vor allem, also noch vor Weihnachten, Ostern. Ich bin ja gar kein Weihnachtsmensch. Also ich mag Weihnachten und ich mag das Beisammensein mit der Familie. Aber alles, was mit Weihnachtsdeko, Weihnachtsmännern, Wichteln zu tun hat, ja, ist ganz süß, aber muss jetzt nicht sein. Klar habe ich auch mal so ein paar Holzstickelemente mit einem Pinguin oder einem Wichtel am Weihnachtsbaum. Ja, Weihnachtsbaum ist auch okay, aber dann hört es auch auf. Also ich fange jetzt nicht an, irgendwie im Dezember da einen Adventskranz hinzustellen oder so. Also das nicht. Und Halloween ist halt einfach meins. Ich bin so ein kleiner Horrorfan. Ich liebe Horrorfilme, ich liebe gruselige Sachen, ich liebe diese Designs. Ich mag das einfach. Aber leider kann ich an der Halloween-Challenge einfach nicht teilnehmen, weil ich die Zeit nicht habe. Ich bin mit dem Stitch-Along eigentlich schon so eingebunden, dass ich es teilweise wirklich erst schaffe, das am Donnerstagabend zu beenden und Freitag kommt dann der neue Part raus und dann bin ich teilweise auch schon so genervt, weil ich mir denke, oh. Jetzt ist es einfach nur noch anstrengend und man will es ja fertig haben, um dann den nächsten Tag, also am Freitag, den neuen Part zu starten. Und dann ist man irgendwann auch schon, dass man so ein bisschen den Spaß verliert und das soll ja eigentlich nicht sein. Deshalb ist das jetzt mal wieder ein schöner, schöner Farbenwechsel. Und ja, ich
denke mal, ich werde jetzt hier gleich noch ein bisschen weitermachen. Mein Faden ist auch gleich leer. Jetzt haben wir so knapp, gleich haben wir 90 Kreuze. Komm, die 90 machen wir noch voll. Und dann werde ich das Video auch beenden. Sagt mir gerne mal, was ihr von dem Projekt haltet. Ob ihr sagt so, oh Gott, wie sieht das denn aus? Oder ob ihr auch so zu meiner Fraktion gehört und sagt so, oh, das ist ja total cool. Würde mich mal interessieren. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss halt, wie gesagt, noch meinen Weg finden, wie ich das am besten aufnehme. Ob ich sehr nah ranzoome, ob ich ein bisschen rausgehe. Muss ich mal gucken. Ich schaue mir das Video ja im Nachhinein auch nochmal an. Aber ich hoffe, euch hat das so gefallen. Und ich würde mich dann ja im nächsten Video melden. Denkt dran, wenn das Video bei mir online kommt, gibt es bei Sarah auch ein Video zu sehen. Aber ich verlinke das dann auch, ne? Guti, dann ja, würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin!